Für die Reparatur mit dem 35,5 mm Plättchen benötigen Sie folgende Werkzeuge. Für die Reparatur mit Plättchen wird zuerst ein Loch vorgebohrt. Danach wird das Plättchen eingelegt und mit dem Schonhammer eingeschlagen. Alternativ kann die Zentrierplatte als Führung genutzt werden. Dafür wird sie zuerst in die Alkusplatte eingeschlagen. Bitte Hinweis zum Durchmesser beachten. Nachdem das Loch vorgebohrt wurde, wird die Zentrierplatte wieder entfernt. Auch hier wird das Plättchen eingelegt und mit dem Schonhammer eingeschlagen. Anschließend wird das Plättchen mit dem Schweißgerät vorgewärmt und verschweißt. Die verschweißte Stelle ca. 2 Minuten abkühlen lassen. Nachdem das Material abgekühlt ist, wird der Überschuss mit der Lackfräse abgetragen. Im letzten Schritt wird die reparierte Stelle mit dem Schaber geglättet, bis die Plattenoberfläche eben ist. In nur wenigen Minuten ist die Alkus-Schalungsplatte wieder einsatzbereit.